Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Starfield. Ja, schauen wir mal nach, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ist ja schon ein paar Tage her, als ich das mal gespielt habe. Stimmt, wir haben das Artefakt hier zurückgebracht. Und, hast du was für mich? Ich weiß nicht. Ich rede mal einfach mal. Bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ich muss mich erst noch eingewöhnen. Ach ja, ich muss klicken, genau. Ich verstehe das. Du hast viel durchgemacht. Meld dich einfach. Okay, ich würde sagen, wir Wenn reden noch einmal so mit ihr bist, und dann fangen viel wir einfach zu tun. An. Ja, ich bin bereit. Wir weiß zwar nicht was, aber ich etwas bin bereit. Altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Ich bin ganz schön aufgeregt, meine erste Mission. Gut, dann kann ich mehr über die United Colonies erfahren. Ups, Entschuldigung. Colonies erfahren. Rumrennerei zählt sich oft nicht aus, wie erwartet. Ich bin ganz schön aufgeregt, meine erste Mission. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay, klingt gut. Verstanden, wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Eigentlich will ich erst noch etwas alleine machen. Was habe ich von der Sache? Zahlt die Constellation mir ein Gehalt? Ja, das ist eine gute Frage. Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Okay, verstanden. Wir sind ein Team, bis wir das Artefakt haben. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen, klar? Das klingt fahrlässig. Eine Organisation sollte Regeln haben. Was heißt das? Euch ist es egal, wenn ich etwas stehle, solange ich nicht erwischt werde? Oder verstanden? Naja. Ich meine, manche Mitglieder der Constellation standen nicht immer auf der richtigen Seite ihrer jeweiligen Gesellschaft. Wir gehen Risiken ein. Manche von uns haben schon häufiger eine Zelle von innen gesehen. Wenn du dich uns anschließt, verschreibst du dich der Mission. Im Gegenzug hast du Freiheit bei der Wahl deiner Mittel. Okay, also Erfolg um jeden Preis. Ja, verstanden. Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Wenn du nicht so extrem langsam läufst und ich in einem angemessenen Tempo hinterher kann. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, ich glaube ja. So, öffnen, klar. So, und dann müssen wir mal gucken, was die erste Mission so für uns bereithält. Also bis jetzt haben wir noch nicht viel gesehen und nicht viel erlebt, aber ich glaube, das ist ganz schön vielversprechend. So. Ist die Alte dabei? Ja. Wir müssen mit John Tuala im MEST reden. Darf ich dich was Persönliches fragen? Frag mich, was du willst. Das war's fürs Erste. Oh, okay. Dann mal tschüss. So, dann mal gucken. Was gibt es hier so für uns alles zu entdecken? Okay, das sollte ich glaube ich nicht tun. Wie stecke ich die wieder ein? Okay.
Nicht auf G. Auf G werfe ich eine Granate. Da ziele ich. Okay. Nehmen. Ich will das einstecken. Ich muss das, irgendwie kann ich das so bestimmt abwählen. Ja, ich glaube so. Ja, so ist gut. Ab jetzt arbeiten wir zu zweit. Nein. Bis nachher. Ja, bis nachher. Bis nachher, aber die Leute sind hinterher, ne? Nee, okay. Denn eben nicht. Ja, wir müssen jetzt einmal zum blauen Punkt. Gucken wir mal. Also ich denke mal noch ein, zwei Folgen, bis ich mich so richtig eingewöhnt habe. Und erst recht mit der Ausdauer bzw. dem Sauerstoffverbrauch. Aber ich denke mal, ja, wir warten erstmal, bis wir wieder Sauerstoff haben. Ja, das hat ein bisschen mit meiner Überladung zu tun, glaube ich. Und ich glaube... Ne, wir waren, glaube ich, hier richtig. Wir müssen Sachen verkaufen, glaube ich. Also ich bin echt total überladen. Das Paket wurde also zurück. Wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Okay, doch da unten, okay. Oh, ich muss was aus dem Inventar loswerden, glaube ich. Ja, Inventar. Oh. Entweder sind wir schon überladen oder wir können noch was tragen, aber ich glaube. Trage ich mal einfach mal das. Nein, ich will das tragen. So. Nochmal zurück. So, was haben wir denn hier für Sonstiges? Okay, Masse, wir müssen einiges. Nee, Quatsch, jetzt haben wir 140. Ich möchte mal was wegwerfen hier. Ein Piratenangriffanzug, Wert. Oh, der ist wertvoll. Nee, noch einmal zurück, Sonstiges. Ein Schlagschrauber. Den werfen wir einmal weg. Wegwerfen war mit R. Ah, okay. Also, wir sind überladen. Okay, okay, okay. Notizen? Nein, brauche eine Hilfe. Outfits. Ja, den brauchen wir nicht. Der kann weg. Der ist gut, der ist auch gut. Rettungsaxt, ja. Ich glaube, den Cutter, der kann weg, oder? Achtaufnahme 6. Ja, dann legen wir davon mal 5 ab. Davon legen wir dann auch mal 4 ab. Ja, kein Wunder, wenn wir alles 10-mal haben. So, jetzt sind wir nicht überladen. Sehr nice. Ja, den Scheiß lassen wir einfach mal hier liegen. Ja, jetzt sieht das auch viel, viel besser aus. So, wir müssen einmal hier runter. Ich hoffe, wir kriegen keinen Fallschaden. Ja, jetzt sieht es deutlich besser aus mit der Ausdauer. Ja, doch viel, viel besser. Aber das Problem hatte ich bei Fallout auch immer. Also ich war immer überladen, weil ich immer mein komplettes Inventar voller Müll hatte, weil ich immer der Meinung war, ja, nee, okay, das ist wertvoll, das kann ich noch irgendwie verkaufen oder sonst irgendwas. So, moin. Sam, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Vielleicht später. Erst müssen wir was für die Constellation klären. Klar will ich zu Vanguard. Wo muss ich nur schreiben?
Nein, ich will Sterne erkunden, keine Kriege führen. Was ist die Vanguard? Ja, das würde ich gerne mal wissen. Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Klingt interessant, aber wir müssen erstmal die Constellation klären. Okay, aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Oh, der ist schon ewig dabei. Rekrut Nummer 81 oder so. Okay. Ja, ich würde sagen, wir reden mit Ihnen und können Ihnen sicherlich ein gutes Angebot machen. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Ja, danke für deine Hilfe, John, würde ich sagen. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh Mann. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Okay. Also klingt auf jeden Fall gut, ne? Und können wir uns ja mal offen halten, ne? So. Ich war lange nicht mehr auf dem Markt. Ach, dann halt die Klappe. So, dann würde ich sagen, müssen wir ja jetzt einmal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Geht er nach unten, okay. Ja, wie gesagt, erstmal wieder zurechtfinden, ne? Das wird noch locker ein, zwei Folgen dauern. Weil es ein ganz anderes Spiel als ja, Sons of the Forest, ne? Also auch vom Story-Game her, das ist ja hier wirklich eine komplette Story. Und klar, auch Open World, ich kann auch machen, was ich will. Aber es ist ganz anders. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. Ja, schön für Toni. Ja, mach auf. Ja, zum Raumhafen, ne? Wir müssen ja losfliegen. Und dann bin ich gespannt, ob ich das Schiff steuern genauso drauf habe wie vorher. Oder ob die andere vielleicht für unser Schiff steuert. Mal gucken. Aber ich glaube, das machen wir. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. In der Nähe wird mir immer noch übel. Ach, würde diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Ja, die ist schön. Ich würde gerne wissen... Alter, hör doch mal auf zu quasseln. So, ich möchte gerne wissen, wo ein Händler ist. Dann müssen wir einmal auf die Karte gucken. Haben wir eine lokale Karte hier irgendwie? Sternkarte, Skills, Schiff... Mission? Ich glaube nicht. Und? Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mess. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Mission aktiv schalten. Ja, einsteigen. Recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre.
Ja. 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 Okay. Okay. Ja. Ja, aber daran lag das. Sehr cool. Sehr cool. Ja, mal gucken. Also jetzt klar, also ich kann es flüssig spielen. Ein paar FPS mehr wären natürlich nicht schlecht, aber es ist trotzdem eher so spielbar. Nee, oh Gott, nein. Na, ich sag mal, schwarzer Humor, ne? Aber den hat ja nicht jeder. Ja. Geh doch. Mein Nacken tut weh. Bitte? Nee, ich habe ja vorhin geduscht, das reicht. Also, das ist ja. Ich habe mir ja gestern gezerrt, deswegen. Das muss nicht entspannt, ist nicht verspannt, das ist immer gezerrt. Würde ich gerne annehmen, aber das ist wie gesagt gezerrt, das ist nicht verspannt. Kannst mich ja woanders massieren, das ist dann. Dann geht's mir definitiv besser. Ja, mal gucken, ich mache jetzt meine erste Mission. Bei dieser einen Kolonie oder was da ist. Bei diesen United Color Lines oder. Mal gucken, muss ich erstmal ins Spiel richtig reinkommen, ne? Also. Ich liebe dich. So, abheben. Ja, abheben. Abheben, abheben. Mission aktiv schalten. Ja, was machen wir denn hier? Achso, die ist so aktiv. Warum bietest du mir das denn an? So. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Alter, gibt es hier viele, viele Schiffe. Da müssen wir hin. Husten wir mal. Nee, ach Quatsch, wir können auch bestimmt per Schnellreise dahin, oder nicht? Nein.
Nein, so. Dahin, genau. Ein Sprung, klar, den machen wir. Ist das hell? Ach so, ja, mach das mal. Nein, ich wollte nicht schießen. Okay, dann war das nochmal wieder auf die Karte. Und dann kann ich ja jetzt genau landen, genau. Perfekt. Ich hab's noch drauf. Level 3 bin ich schon, Mining in Cydonia ist... Okay, ich hätte vorlesen müssen. Da freue ich mich, wenn meine neue Grafikkarte da ist, generell mein neues System. Hast du es auf Teile von Deimos abgesehen oder willst du Mineralien schürfen? Ansonsten haben wir hier nichts verloren. Der Schutz deines Anzugs erschöpft. Okay. Inventar. Anzüge. Warte mal. Wieso ist der erschöpft? Der ist doch nicht erschöpft, ich muss glaube ich nur einen Helm tragen, oder? Ja, ich musste nur einen Helm tragen. Ja, ich gehe hier an meinem Runde. Parasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Und dann mal gucken, was hier auf uns zukommt. Entferne Umgebungsschaden in Schiffen, Außenposten an Orten, an denen du dich entspannt und unbeschadet atmen kannst. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen war eine Klinik. Ja. Welcome to Cydonia. Humanity's stepping stone to the stars. Okay. Moin. Ich wollte eigentlich Vanguard werden. Das hat dich keiner gefragt. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir die Kriminalität war noch nie so niedrig. Sind hier alles. Okay, kann ich hier Sachen klauen? Ja, mach ich aber nicht. Ein Hammer ist, glaube ich, nicht wert, geklaut zu werden. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht Broken fast zwei Monate Spare. Auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Reden Kopfgeldbegleichung. Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Auftragsbörse, okay. Da kann ich den Kopfgeldjäger spielen. Manchmal hätte ich gerne einen leichteren Job. Audi. Ich serviere hier so... Wir haben kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Was will man denn mehr? Ja, ich suche einen Vanguard namens Maura. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Ein bisschen pessimistisch eingestellt, ne? Ich lasse einen mutigen Soldaten nicht zurück. Hilf uns, ihn zu finden. Dienst du? Ich kenne das Gefühl, aber...
Man gewöhnt sich daran, Leute zu verlieren. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Ja, dann müssen, also, dann müssen wir sie wohl begleichen, oder? 2500. Ich versuche ihn mal zu überzeugen. Ne, du willst Profit daraus schlagen, dass er Hilfe braucht? Hey, in Cydonia leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Doch, natürlich. Was ist dir wichtiger, das Geld oder Moeras Leben? Ja, ich verstehe schon. Vielleicht sind wir die Einzigen, die ihn finden können. Stell ihn bitte nicht draußen vor. Mutter sehen allein und machst dir Gedanken über das Geld. Ich versuch's mal. Ich will ja, dass ihr ihn findet. Okay, ich gebe auf. Ja, ich muss sehr eben geil über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Nee, ich glaube, er meint... Keine ganze Patrouillenroute. Ich glaube, er meint, dass die Layla... Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Ja, dann wissen wir, wo er, glaube ich, ist. Ja, was? Security? Nee. Kümmere dich um dein Schiff, sonst kann es nicht. So, und um an richtig ins Spiel reinzukommen, würde ich sagen, machen wir erstmal ein paar Missionen und danach können wir uns ja, sag ich mal, frei umsehen, ne? Aber dass wir erstmal ja so grundlegend alles kennenlernen. Ey, man kann so lange laufen, wenn man nicht überladen ist. Mega geil. Jo, einsteigen. Zum Abflug, Captain. Jo, ei, ei, Captain. Abheben. Und noch viel weiter. So. Ja, würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die Karte. So. Achso. Ach, da müssen wir so hinfliegen. Okay. Ja, nee, dann fliegen wir eben so dahin. Da, okay. Machen. So.
so den ganzen Weg fliegen? Scan nicht möglich. Ja, mal hier Kurs festlegen hier, ne? Ach doch, ah, jetzt geht's, okay. Venus, Reisen, ja. Ja, natürlich. Okay. Hätte mich schon gewundert, wenn wir die ganze Zeit irgendwie eine halbe Stunde gerade ausfliegen müssen, ne? Also das wäre... Naja. Hallo, was haben wir denn hier? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Nein. Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Okay. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baronschiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Okay. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. Okay. Fahre die Schiffssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffen und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb, und halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich fern. Begib dich in eine Entfernung von maximal 500 Meter zum Satelliten-Barke, damit du sie aktivieren kannst. Okay. So. Oh, jetzt habe ich gedreht dabei. Alles offline. So. Oh, große Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Sol-System ins Jenseits. Ach nee, das ist das Satellit, okay. Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Nee, Quatsch, hier muss ich hin. Ich bin verwirrt. Nee, warte mal. Nee, das ist der Satellit. Ich muss zum Satelliten hin, genau. Ja, noch ein bisschen dichter. Muss ich da durchfliegen, oder? Achte darauf, drücke E zwischen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann wir trotzdem mal dahin. Kurs festlegen. Reisen. Ja. Dann reisen wir mal zum Mond. Sternenwerfer.
wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Hm, okay. Ich will auf dem Mond spazieren gehen. Später vielleicht. Was ist mit der Erde passiert? Okay, das würde mich jetzt interessieren. Das ist inzwischen lange her. Aber die Erde hat ihre Atmosphäre verloren. Sie sickerte ins All. Der Menschheit blieb 50 Jahre für die Evakuierung. So nahmen die United Colonies ihren Anfang. Mit der Organisation des Untergangs. Die Erde ist jetzt nur noch eine Staubkugel. Selten findet man auf der Oberfläche noch ein Überbleibsel der Welt, die wir zurückgelassen haben. Okay. Ich will aber gerne mal auf die Erde und gucken, ob es vielleicht ein paar Easter Eggs zu Fallout gibt. Also das kann ich mir schon wirklich vorstellen. So. Halt die Waffen griffbereit. Man weiß nie, wer hier sonst noch plündert. Du kannst an den meisten Sternstationen Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst das Schiff in deinem Pad anwählen und danach nah genug heranfliegen, damit die Aufforderung zum Andocken erscheint. Okay. So, alles soweit eingestellt. Laser griffbereit. Rasen. So, ja, ich glaube, da waren wir ein bisschen zu schnell. Glaube ich. Fragezeichen. Na, warte mal. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße. Oder muss ich es hier anwählen? Ich lerne doch noch, Leute. Scannen. Ja, wir scannen mal. Nee, da wollen wir nicht landen. Wir wollen ja nicht landen. Okay, nee, ich glaube, wir müssen es anders machen. So, mal. Ach, scheiße. Hilfe! Okay. Drehen wir nochmal um, probieren wir es nochmal. Vielleicht sind wir ja zu schnell. Vielleicht sollten wir hier den Antrieb wirklich fast ausstellen. Und jetzt erstmal wieder gucken, wo wir sind. Wirklich ganz langsam. Hallo? Ich will da andocken. Hallo, ich will andocken. Ach, da oben ist ja mein Loch, ne? Womit ich andocken kann. Weil ich muss, glaube ich, noch einmal ein bisschen nach vorne.
glaube ich. Echt, das ist wirklich ungewohnt. Ey, Leute, ich hab... Oh. Das war zu dicht. Ich muss noch mal gucken, wie das funktioniert, also... Was ist das denn hier? Okay, reparieren. Ja, reparieren wir einmal. So, repariert. Irgendwie müssen wir da... Nein, hier müssen wir nichts machen. Müssen wir noch dichter ran, oder? Ja, so ist es falsch, ich weiß. Alter Schwede. Ey Leute, ich stehe echt gerade auf dem Schlauch, ne? Also, ich weiß, das merkt man kaum. so, ich muss einmal gucken. Das muss im Status, Kurs festlegen, System, F1. Achso, nee, das wollte ich nicht. Das muss doch da Mission, mich zeigen. Ja, ich möchte mich gezeigt haben. Ich bin da. Wir landen da erstmal jetzt. Wir landen da einfach und dann, dann wird bestimmt nochmal angezeigt, wie wir das machen. Ich bin da gerade ein bisschen zu doof für. Ja, gucken wir mal, was es da am Außenposten gibt. Und, dann sehen wir weiter. Ja, aber das meine ich halt mit, erstmal einspielen, ne? Also ein paar Folgen wird das auf jeden Fall noch dauern. So, wo ist der Außenposten? Da ist der Außenposten. Planetzustand extrem solare Strahlung. Und eine niedrige Schwerkraft. Okay. Kann ich das auch, das möchte ich einmal kurz testen. Kann ich das auch, minen? Anscheinend nicht. Aber mit F scanne ich das ja, ne? Okay. Dann lassen wir das mal. Ach so, ja. Die wollen uns wieder zurücklotsen. Nein, ich möchte erstmal dahin. Ich möchte erstmal den Außenposten einmal erkunden. Und danach möchte ich nochmal... versuchen, da irgendwie anzudocken. Platziere per Handscanner ein Außenpostensignal, okay? Ja, wir gehen da oben einmal zur Plattform hin, ne? Dahin. Hui! So. Ja. Ach so. So kann ich dann... Okay. Ja, man muss ja alles ausprobieren.
industrieller Außenposten. Ort mit entdeckt. Dem Werkzeug von Brace Mechanical kriegen wir den Job nie fertig. Deswegen bin ich so gerne mit dir auf Reisen. Was bin ich vor? Wir brauchen deine Hilfe. Eine Bande der Crimson Fleet lässt uns nicht in Ruhe. Jetzt bleibt uns nicht mal mehr das, was wir zum Überleben brauchen. Das ist zwar nicht dein Problem, aber mit dem Ärger kommen wir nicht klar. Hilfst du uns? Klar. Ja, ich kümmere mich um hier raten. Oh, das ist toll. Vielen Dank. Bitte seien Sie vorsichtig. In diesem Gebiet sind schwere Geräte aktiv. Wo sind denn die Piraten? Ich würde sagen, die schalten wir erstmal aktiv, die Mission. Mission war hier. Genau. So, aktiv. Hab das Mining aufgegeben. Dachte auf dem Auto. Ach, da ist auch ein Außenposten. Also ich wusste gar nicht, dass die Planeten so besiedelt sind. Also, dass wirklich viele Gebäude darauf sind. Also, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Also negativ anders, ne? Also ich habe es mir anders vorgestellt, im Sinne von, ja, pro Planet, pro Mond steht ein Gebäude oder eine kleine Map. Aber da, guck mal, da hinten ist auch noch eins. Und ich glaube, man könnte auch bestimmt einmal um den Planeten rum, oder? Also ist schon geil. Aber so ein Mondbuggy wäre jetzt, glaube ich, ganz geil. Aber das ist echt wie Fallout, bloß im Weltall. Hab richtig Fallout-Vibes. So, die Piraten, die machen wir natürlich auch nochmal platt. Aber wir brauchen eine andere Waffe. Mit dem Cutter kommen wir da, glaube ich, nicht weit. Ja. Ich liebe Schrotflinten. Oh ja. Okay, da hinten ist auch noch irgendetwas. Aber auf die Erde wollen wir auch definitiv noch einmal. Also ich muss da nach Easter Egg suchen. Mit Sicherheit. Wäre ja auch geil, wenn sie, ich glaube nicht, dass sie das mit Fallout so verknüpft haben von der Story her, das würde nicht passen. Aber ich denke, dass sie hin und wieder mal so ein, weiß nicht, ein kleines Easter Egg dagelassen haben. Weiß nicht, Nuka-Cola oder sowas. So, gleich sind wir da. Dann mal gucken, wie viele Piraten das sind und lassen eine Mine. Okay. Dann schießen die schon, oder? Was war das? Ja, die schießen schon. Ich hab gar nichts vermasselt. Was lebst du denn da? Okay, das war ein Treffer. Treffer hier. So. Sehr geil. Oh, okay.
Na, okay, vor dem Springen, vor dem Springen. Ja, okay, da ist auch noch einer. Ach, shit. Shit, shit. Gib mir Deckung. Wo ist er jetzt? Ach da, jetzt. Als ob ich ihn nicht getroffen wäre, so. So, Gesundheit, das war nochmal, das war nochmal. Nach unten drücken. Wie fülle ich meine Gesundheit nochmal auf? Ich hab doch Medipacks, oder? Ich habe so viel Zeug gesammelt, ich muss doch irgendwie Hilfe. Antibiotika. Medipack. Das sieht doch mal gut aus. Ich brauche noch ein Medipack. Nein, nicht Mission. Warte, seht ihr mal, wie durcheinander ich gerade bin. Hilfen. Medipack. Da haben wir es. Favorit B. Ach so. Okay. Alter, von da kann er mich doch niemals treffen hier. Ach, da oben. Okay. Ja, wer hier wohl tot ist, ne? Oh, ja, ganz vergessen, wie hoch von hier springen. Das war jetzt nicht mein Plan. Ah, das Ding muss ich erstmal. Sehr geil. Er hat das gesagt. Medipack. Wie war das nur? Auf 0? Ah, auf 0. Stimmt. Ja, ich sehe gerade, wir müssen gleich einmal gucken. Ja. Nee, da. Glaube ich nicht. War ja, nochmal Medipack. Ja, der war geil, ne? Oh, ich bin gerade zum Medipack. Oh, da doch mal schneller. Die laufen dann hier. Ah. Oh, keine Munition.
Auch das kriegen wir hin. Waffen. Ja, nimm das Ding. So. Jo, noch einen plündern. Ja, nee, doch. Diese Waffe brauchen wir nicht. Haben wir schon. Und ich glaube, da sollte nur noch einer sein. Credits? Okay, Credits nehme ich immer mit. So. Achso, sie. Ich wollte gerade sagen, wer verfolgt mich denn hier? So, mach auf. Okay. Falsche Tür. Kommen wir nicht rein, oder? Doch. Wir müssen doch irgendwie reinkommen. Okay. Ja. Wusste ich doch. So, wir werden natürlich weiter reingehen. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaltet morgen wieder ein. Denn, ja, seht ihr, wie es weitergeht. Und ob wir uns irgendwann mal endlich eingespielt haben und das Spiel vernünftig spielen wie die Vollprofis oder ob wir weiter hier so ein bisschen rumpimmeln und die Lernkurve ist da. Die Lernkurve ist definitiv da, ne? Also Leute, habt ihr noch einen schönen Abend. Bis morgen, ne? Ciao.